Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natur in der Stadt. Mein Name ist Leddard Kreuz. In unserer heutigen Sendung geht es um das Thema Stadtbienen. Seit einiger Zeit gibt es immer mehr Imker, die in Städten auf Dächern, in Gärten oder auch an Balkonen Bienen halten. Ein Beispiel hierfür ist im Wiesbadener Westend zu finden. Im Kinderzentrum Welritzhof stehen seit 2 Jahren Bienenstöcke. Hier wurde vor 3 Jahren ein Gemüse- und Kräutergarten mit Kindern angelegt, der ebenso wie die Bienen von Kindern gepflegt wird. Sie haben dabei Unterstützung von 2 Imkern, die wir zu dem Thema befragt haben. Guten Tag, wir haben heute einen Imker zu Gast. Würdest du dich kurz vorstellen? Hallo, mein Name ist André Kuczynski, ich bin 38 Jahre alt, wohne in Wiesbaden hier im Rheingauviertel. Ja, und meine Hobbys sind Kleingärtnern und die Imkerei. Wie lange imkerst du denn schon? Ja, ich imkere seit 1 Jahr, zuerst mit meiner Bienenpatin Christiane zusammen. Seit März diesen Jahres habe ich die eigenen Völker, da habe ich mir 3 gekauft am Anfang und ich habe im Juni das erste Mal den eigenen Honig geerntet. Warum hast du dich entschieden, Bienen in der Stadt zu halten? Ja, ich halte Bienen in der Stadt. Zum einen, weil ich es schön finde, den Honig zu essen, der von den Bienen gesammelt wurde, die in meiner Straße an die Pflanzen fliegen. Und zum anderen ist es auch sehr praktisch. Ich wohne fußläufig von hier. Ich kann also ganz bequem per Fuß zu den Bienen laufen und muss nicht erst aufs Land rausfahren. Einige von Ihnen werden sich jetzt fragen, ob jeder die Bienen unterstützen kann. Die einfachste Variante besteht darin, beim Einkaufen des Produkts darauf zu achten, dass darauf das Bio-Siegel versehen ist. Dieses Siegel garantiert keine Chemie oder Gentechnik in der Herstellung des Produkts. Wenn man die Möglichkeit hat, kann man seinen Balkon oder den Garten oder die Terrasse mit bienenfreundlichen Blumensamen schmücken. Also diese zum Beispiel. Für diejenigen, die die Bienen ihr eigen nennen wollen, gibt es sogenannte Bienenboxen, die ein Bienenvolk beinhalten, um das man sich kümmern muss. Das hört sich nach viel Arbeit an, doch man muss nicht viel Zeit in die Bienen investieren. Im nächsten Beitrag zeigen wir einen Ausschnitt aus der Imkerarbeit. Nachdem die Bienen den Nektar in den Bienenstock gebracht haben, bereitet der Imker die Entnahme der Waben vor. Mit dem Smoker erzeugt er Rauch, der die Bienen beruhigt. Er entnimmt die Waben, um sie in den Schleuderraum zu transportieren. Der dünne Wachsdeckel auf den Waben wird mit dem Schaber abgekratzt. Danach kommen die Waben in die Schleuder. Der Honig wird herausgeschleudert. Durch ein Sieb fließt der Honig in einen bereitgestellten Edelstahl. Nach 14 Tagen Lagerzeit wird der Honig abgefüllt. Während dem Abfüllen ist auf besondere Hygiene zu achten. Als Hobbyimker sollte man auch ein Allgemeinwissen über Bienen haben. Und wir haben das Wissen von Imker André mit unseren Fragen auf die Probe gestellt. Erklär uns doch mal bitte, wie ein Bienenstock aufgebaut ist. Eine Biene, eine Bienenbeute besser gesagt, besteht aus 3 Zargen. In den unteren beiden Zargen, das sind diese viereckigen Holzkästen, sind die Bruträume und in der oberen Zarge wird der Honig von den Bienen eingelagert. Und wie viele Bienen leben eigentlich in einem Bienenstock? Hier muss man zwischen Sommer und Winter unterscheiden. Im Winter leben etwa 5.000 bis 10.000 Bienen im Bienenvolk. Im Frühjahr wächst die Bienenbevölkerung rasant an, sodass im Sommer etwa 40.000 Bienen in einem ausgewachsenen Volk vorhanden sind.
Was haben die verschiedenen Bienen im Bienenstock zu tun? In einem Bienenvolk gibt es die Königin, Arbeiterinnen und die Drohnen. Die Königin ist die Stockmutter und die Mutter jeder einzelnen Biene im Bienenstock. Die Drohnen sind für die Begattung von Königinnen verantwortlich und die Arbeiterinnen haben vielfältige Aufgaben. Sie sammeln den Honig bzw. sammeln sie Nektar und wandeln den dann im Stock in Honig um. Sie bewachen das Flugloch, sie pflegen die Brut und noch viele andere Tätigkeiten. Wie viel Honig produzieren Bienen eigentlich? Was eine einzelne Biene an Honig produziert, ist schwer zu beziffern. Aber pro Volk kommt man ungefähr auf 20 bis 30 Kilogramm im Jahr. Das ist aber stark abhängig vom Standort und von der Stärke des Bienenvolkes. Starke Völker produzieren natürlich mehr Honig. Warum und von was sind Bienen gefährdet? Ursprünglich lebten Bienen ja in Wäldern, in hohlen Bäumen. Da wir immer mehr Nutzwälder haben, ist es für die Bienen sehr, sehr schwer, eine Behausung zu finden. Deshalb sind sie auf unsere Hilfe angewiesen. Aber auch in der Landwirtschaft werden immer mehr Monokulturen angebaut und Pestizide eingesetzt. Das engt den Lebensraum der Bienen zusätzlich ein. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch in den Städten Bienen halten, um dort Blütenvielfalt zu generieren und um letztendlich auch hier leckeren Stadthonig essen zu können. Danke, dass du uns unsere Fragen beantwortet hast. Gerne wieder. Mit dem Thema Bienen bringt man auch das Thema Honig in Verbindung. Zu diesem Thema wird uns eine Imkerin aus dem Kinderzentrum noch ein paar Fragen zu beantworten. Hallo, kannst du dich kurz uns vorstellen? Ja, mein Name ist Christiane. Ich bin seit 3 Jahren Hobby-Imkerin und habe das im Rahmen eines Jung-Imker-Programms vom Imkerverein Wiesbaden gelernt. Und seit 2 Jahren habe ich hier einen Standort gefunden am Kinder- und Jugendzentrum Wellritzhof. Wie setzt sich Honig zusammen? Die Hauptbestandteile von Honig sind Zucker, in dem Fall Traubenzucker und Fruchtzucker, und außerdem ist Wasser auch noch ein wichtiger Gehaltsstoff. Außerdem sind aber auch noch Vitamine drin, Mineralstoffe, verschiedene Enzyme, Inhibine, die auch zum Beispiel antibakteriell wirken können. Was ist der Vorteil an Stadthonig? Der Vorteil an Stadthonig könnte sein, dass im städtischen Bereich die Ausbringung von Pestiziden, also Pflanzenschutzmitteln, ja verboten ist und dass man daher auch keine Rückstände von denen im Honig findet. Außerdem ist natürlich ein Vorteil, dass auch im städtischen Bereich die Pflanzen bestäubt werden, also zum Beispiel in Vorgärten der Apfelbaum, und außerdem natürlich auch ihr und auch andere Bewohner der Stadt auch Kontakt haben mit Bienen und ihren Lebensraum auch als Naturlebensraum wahrnehmen, der er auch ist. Hilft Honig bei einem Bienenstich? Ja, sollte man doch mal von den zahmen Bienen ausnahmsweise mal gestochen werden, dann ist das Wichtigste, dass man den Stachel, der bei einem Stich der Biene bei uns hängen bleibt, die Biene muss danach auch leider sterben, dass man diesen Stachel schnellstmöglich entfernt, zum Beispiel mit dem Fingernagel den einfach schnell entfernt, dann vielleicht noch ein bisschen das Gift raussaugt und dann was Kühlendes auf die Wunde aufbringt. Ob Honig hilft, habe ich jetzt noch nicht so gehört, aber es beruhigt einen bestimmt, wenn man danach ein gutes Honigbrot isst. Danke, Christiane, für diese informativen Antworten. Wir hoffen, dass wir Ihre Fragen zum Thema Stadtbienen beantworten konnten. Tschüss und bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge von Natur in der Stadt. Sagt Ihnen Emilia Hartesen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und bis zum nächsten Mal.